So, jetzt haben wir hier unseren dritten Wein, Rainbow heißt er. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, wo kommen denn all diese Namen her? Smalltalk, Dreamweaver, Rainbow. Ja, mein Geld verdiene ich unter anderem auch in der IT, da kommen die Namen auch her, Programmiersprachen, Frameworks. Wie gesagt, jetzt hier Rainbow, auch eine Programmiersprache, hat aber auch was mit dem Wein zu tun. Wir haben hier eine milde Spätlese, die ja genauso wie ein Regenbogen die verschiedenen Facetten einfach zeigt. Ich habe Säure, ich habe Frucht, ich habe Süße. Genau was wir so im Himmel auch sehen, genau das ist in dem Wein zu finden. Die ganze Bandbreite, die einfach Spaß macht zu entdecken. Von daher einfach mal probieren, Spaß mit dem Wein haben, zum Wohl.